Heute soll es mal darum gehen, wie du aus drei Klängen in der Grundstellung Ableitungen machst und daraus jeweils die erste und zweite Umkehrung bildest. Das ist ganz wichtig für uns Pop- und Jazz-Pianisten. Darum soll es heute gehen. Bleib dran, los geht's! Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video. Wenn du lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann start jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Ja, bevor wir beide starten, stell bitte sicher, dass du dir das Video angeschaut hast, wo ich Dur- und Moll-Dreiklänge in Grundstellung berechne. Ja? Das sollte also wirklich klar sein, was ein zum Beispiel C-Dur-Akkord ist, wie der aussieht, den solltest du auf Anhieb spielen können, also in Grundstellung, ja. Oder zum Beispiel ein Moll-Akkord, dass man F-Moll, ja, so spielt, ja, wie man die Halbtöne abzählt, damit eben Moll- oder Dur-Klänge rauskommen, ja. Als ganz kurze Wiederholung, wenn wir drei Klänge in Grundstellung spielen und wir zum Beispiel Akkordsymbole sehen, wie zum Beispiel ein C-Dur oder ein G-Dur oder ein A-Moll, dann ist es immer so, dass der Daumen der rechten Hand auf dem Grundton liegt. Das heißt, ein C-Dur-Akkord, da muss auf jeden Fall das C in dem Daumen sein. Wäre es ein G-Moll-Akkord, dann müsste der Daumen auf dem G liegen. Und mit der linken Hand genau das Gleiche. Da geht's, ist es dann der kleine Finger, ja. Spielt man E-Moll-Akkord, ne? Dann muss also der kleine Finger auf dem E liegen und darüber werden dann die Terzen geschichtet, sodass es Du- oder Moll-Dreiklänge ergibt. Okay, das als kurze Wiederholung und jetzt steigen wir wirklich ein. Zum Beispiel als Fundament in unserer linken Hand so eine Oktave spielen und in der rechten Hand starten wir jetzt einfach mal mit dem C-Dur-Akkord. Dann ist es tatsächlich so, dass es von diesem Akkord noch zwei weitere Ausführungen gibt. Man sagt dazu Umkehrung. Ja, warum es die gibt und wofür die brauchen, zeige ich dir am Ende nochmal. Wenn wir so einen C-Dur-Akkord hier haben, dann können wir die Töne umschichten. Wir können zum Beispiel unseren Ton C hier unten einfach nach oben versetzen. Ja? Und schon haben wir die sogenannte erste Umkehrung gebildet, ja, von unserem C-Dur-Akkord. Bei einer ersten Umkehrung liegt der Grundton, ja, sprich der Ton, den vorher der Daumen gespielt hat und nachdem der Akkord benannt ist, liegt immer oben. Ja? Setzen wir jetzt unseren Ton E, ja? Wir gehen jetzt in die nächste, in die zweite Umkehrung, wieder ein nach oben, ja? Dann liegt hier die zweite Umkehrung vor. Bei der zweiten Umkehrung, egal in welchem Akkord, jetzt hier in unserem C-Akkord beispielsweise, dann liegt der Grundton immer dazwischen, also in der Mitte. Ja? Und wenn wir jetzt den Ton G wieder nach oben setzen, dann siehst du, kommen wir wieder in der Grundstellung raus. Ja, mein C liegt unten, ja, einfach um eine Oktave versetzt. Gerade waren wir hier, jetzt sind wir eine Oktave höher. Ja, wir haben uns sozusagen hochgeschlichen. Ja, immer einen Ton draufgesetzt und das Ganze kann man auch rückwärts tun. Dann setzen wir immer den obersten Ton nach unten, sprich das G jetzt hier runter. Ja. Dann sind wir wieder, du siehst, in der zweiten Umkehrung. Und wenn wir das E nach unten setzen, dann sind wir in der ersten Umkehrung und wenn wir jetzt das C wieder nach unten setzen, dann sind wir wieder in der sogenannten Grundstellung. Du siehst also, ich nenne es immer so ein bisschen Tetris spielen, ja? Bei einem Akkord Dreiklang oder auch bei Vierklängen ist im Grunde die Reihenfolge der Töne innerhalb des Akkords gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass diese Töne in C-Dur, C, E und G, dass die irgendwie drin vorkommen. Ja? Ob jetzt E der erste Ton ist, G der zweite und C hier oben, im Grunde der dritte Ton, wie in der ersten Umkehrung, das ist egal. Ja? Es ist immer noch ein C-Dur-Akkord in der ersten Umkehrung. Oder so eben, das G unten, dann das C in der Mitte und das E oben. Auch hier ist es immer noch ein C-Dur-Akkord, allerdings in der zweiten Umkehrung. Ja? Grundstellung und dann wieder zurück. Ich denke, das Grundprinzip ist klar. Dieser Aufbau, ja, dieses Bilden von Umkehrung funktioniert im Grunde bei jedem Akkord genauso. Lass uns noch ein weiteres Beispiel mal bauen. Wir gehen mal zu unserem G, ja, G-Moll-Akkord, der ist hier, ja, G, B und D. So, und jetzt haben wir gesagt, um in die erste Umkehrung zu kommen, muss ich einfach den untersten Ton nach oben setzen. Dann machen wir das einfach, ja. Ich sage immer, also die zwei müssen wir behalten und das G wird hochgesetzt. Ja, dann haben wir also hier die erste Umkehrung. Dann setzen wir mal jetzt in die zweite Umkehrung über, das B also nach oben. Ja, die zwei brauche ich weiter, ich muss meine Finger umsetzen.
So, G-Moll, zweite Umkehrung und setze ich das D jetzt hier oben hin, dann komme ich wieder in meiner Grundstellung raus. Ja, so einfach ist das. Das Ganze können wir auch noch einmal rückwärts nach unten bauen. Das heißt, das D setze ich jetzt wieder runter. Ja. Zack, zweite Umkehrung G-Moll. Das B setze ich wieder runter. Erste Umkehrung G-Moll. Und jetzt das G wieder nach unten. Und dann sind wir in unserer Grundstellung G-Moll wieder angekommen. Dann lass uns mal zu den Fingersätzen kommen. Das ist im Grunde auch immer ähnlich. Wir fangen nochmal bei unserem C-Dur an. Die Grundstellung wird meist mit 1, 3 und 5 gespielt. Ja? Manchmal spielt man das auch anders. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, welcher Akkord als nächstes in meinem Stück kommt. Aber wenn wir das jetzt mal üben, ist es immer erstmal 1, 3, 5. Bei der ersten Umkehrung ist es immer 1, 2 und 5. Ja? Erster, zweiter und fünfter Finger. Bei der zweiten Umkehrung ist es dann wieder der erste, dritte und fünfte. Ja, und in der Ausgangslage, klar, kommen wir dann wieder zurück zu unserem ersten, dritten und fünften Finger. Diese Fingersätze gelten meist bei allen Akkorden. So, wie übt man jetzt diese Umkehrung? Im Grunde musst du dir das wirklich so klar machen, wie ich dir das gerade gezeigt habe, wirklich langsam rangehen. C-Dur. Als Fundament kannst du immer gerne eine Oktave greifen, ne? Dann klingt das ein bisschen besser einfach. C-Dur. Und dann fängst du an umzusetzen. Erste Umkehrung, zweite Umkehrung, Grundstellung. Dann wieder rückwärts zurück. Ne? Das machst du ein paar Tage. Da kümmerst du dich einfach um ein, zwei Akkorde. Beispielsweise dieses C-Dur. Und du sagst ja, vielleicht machen wir das auch nochmal mit dem G-Dur. Ja, dass du das mal für 3 Tage übst, um einfach reinzukommen. G-Dur auch hier. Erste Umkehrung, zweite Umkehrung, Grundstellung und dann wieder zurück. Und dann kommen wir hier wieder raus. So, wie sieht das für die linke Hand aus? Da ist es natürlich genauso, da wir auch öfters in der linken Hand unsere drei Klänge spielen und rechts die Melodie. Machen wir es doch mal in C-Dur zum Beispiel. Der Dreiklang auch ganz normal mit 5, 3, 1. Dann setze ich auch hier das C nach oben, spiele dann mit 5, 3, 1 die nächste Umkehrung, also die erste. Setze jetzt das E hier hoch und spiele dann mit 5, 2, 1 meine zweite Umkehrung, bevor ich dann wieder, nachdem ich das G hier hochgesetzt habe, wieder in meiner Grundstellung rauskommen würde. Also du siehst auch in der linken Hand genau gleich, nur die Fingersätze sind natürlich da ein bisschen anders. Lass uns mal ein Cis-Moll nehmen zum Beispiel. Das würde so aussehen. Ja. Cis, E und Gis. Jetzt setze ich das Cis nach hier oben. Ja. Dann habe ich also E, Gis und Cis mit 5, 3, 1. Dann setze ich das E für meine zweite Umkehrung wieder hier hoch. Mit 5 spiele ich das Gis, mit 2 das Cis und mit meinem Daumen mit dem ersten das E. Und würde dann wieder, nachdem ich das Gis hochgesetzt habe, in meiner Grundstellung Cis-Moll eine Oktave höher rauskommen. Also du siehst auch hier komplett gleich für die linke Hand. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, wie das für dich funktioniert hat, ob dir das Schwierigkeiten bereitet, ob du da sehr viel nachdenken musst. Das wird wahrscheinlich am Anfang so sein. Solltest du Fragen haben zu Akkorden, das klären wir gerne. Ich beantworte dir deine Fragen, wenn du sagst, ich brauche jetzt einen Fis-Moll-Akkord in der ersten Umkehrung und du dir nicht sicher bist, ja, dann schreib gerne mal die Töne rein und die Finger, mit denen du spielst. Ich kontrolliere das dann und werde dir da mit Sicherheit antworten. Wir haben mir mal eine kleine Übung ausgedacht, um dir das jetzt mal an einem Praxisbeispiel zu zeigen, warum wir überhaupt diese Umkehrung benötigen. Um das nochmal klar zu machen, wie sieht das aus, wenn ich nur Grundstellungen spiele und wie würde das aussehen, wenn ich die Stücke, die Akkordverbindung mit meinen Umkehrungen spiele, welchen Vorteil das einfach hat. Wir kümmern uns mal um C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur und dann zurück zum C. Du hast es jetzt vielleicht schon erkannt, ich habe diese Akkordfolge in Grundstellung gespielt. Ja? Das heißt, mein Daumen lag immer jeweils auf dem Grundton, also auf dem Ton, nach dem der Akkord benannt ist. Ja? C-Dur, C, A-Moll, A, F-Dur, F, G und zurück zum C. Und du siehst schon, ich muss meine Arme, meine Finger wirklich
bewegen, um von einem Akkord zum nächsten zu kommen. Diese Akkordumkehrungen sorgen einfach dafür, dass wir viel kleinere Wege zurücklegen müssen. Wir versuchen in der Musik immer, Akkorde so eng wie möglich zu spielen, dass wir nur wenige Finger verändern müssen, um einen neuen Akkord zu spielen. Ja? Du siehst, hier muss ich meine von C nach A, meine ganzen Arme hier rechts hoch bewegen. Ja? Dieser Weg, der mag dir vielleicht nicht so weit erscheinen, aber das ist schon eine ganze Strecke, denn wir können dieses A-Moll hier oben viel einfacher spielen. Ja? Jetzt überlegen wir einfach mal, von C nach A-Moll zu kommen, müssen wir nicht die Grundstellung hier oben spielen, sondern wir können einfach so spielen. Jetzt fragst du dich vielleicht so. Gut, jetzt gehen wir einfach nochmal ran. Ja? Diese ganze Umkehrung, die wird man, gerade wenn du Anfänger bist, wird man den nicht immer auf Anfang finden und auch verstehen, warum die jetzt gerade so aussehen. Aber ich habe dir ja gerade gezeigt, wie man sich diese Umkehrung baut. Das heißt, wenn du jetzt nicht weißt, warum man von diesem C oder wie man auf dieses A-Moll hier kommt, ja, dann gehst du mal einfach in die Grundstellung. A-Moll, ja, oder hier unten, ja, A-Moll. Und jetzt tun wir einfach Folgendes. Ja, wir gehen in die erste Umkehrung, setzen also den unteren Ton hoch, jetzt zum A. Und du siehst, schon sind wir in der ersten Umkehrung A-Moll. Und diese Umkehrung A-Moll ist einfach viel leichter zu spielen von meinem C aus hier zu meinem A-Moll, als würde ich von C wieder ganz hoch springen. Ja? Es ist im Grunde nur ein Ton, den ich verändere. Ne? Wenn ich von meinem C-Dur hier komme, dann muss ich nur meinen vierten Finger vom G heben und mit meinem fünften Finger das A spielen. Und schon bin ich in meinem A-Moll-Akkord in der ersten Umkehrung. Ja? C-Dur auf A-Moll. So, der nächste Akkord war mein F-Dur. Wieder muss ich nur einen Ton verändern. Ich muss das E loslassen und mit meinem dritten Finger auf das F gehen. Und schon bin ich bei einem F-Dur in der zweiten Umkehrung. Denk dran, in der zweiten Umkehrung liegt der Grundton immer in der Mitte. Ja? Bei der ersten Umkehrung beispielsweise, bei dem A-Moll gerade, liegt der Grundton oben. Ja, deshalb die erste Umkehrung. Ja, auch hier, wenn du nicht weißt, C-Dur, A-Moll, warum das jetzt ausgerechnet die F-Dur-Umkehrung ist, mach's dir klar. Geh in die Ausgangslage, in die Grundstellung. Wie komme ich jetzt irgendwie runter in die Nähe von C-Dur und A-Moll? Ich muss also zurücksetzen. Ja, ich nehme den obersten Ton, setze den einfach runter. Ja, und schon bin ich bei C-F-A in meiner zweiten Umkehrung F-Dur. Ja, und zu guter Letzt können wir zum Beispiel das G-Dur folgendermaßen spielen. So, ja. Grundstellung wäre so. Ich habe es jetzt aber so gespielt, denn wenn ich hier unten in meine G-Dur-Grundstellung gehe, dann kann ich einfach das G hier hochsetzen, setze um, Fingersatz 1, 2, 5 und schon bin ich viel dichter dran, wenn ich von meinem F-Dur hier runterkomme, als wenn ich das anders spielen würde. Ja? So, und nach diesem G-Dur geht es dann einfach zurück in die C-Ausgangslage. Ja? Du siehst, wenn ich diese vier Akkorde spiele, dann fange ich zum Beispiel mein C-Dur jetzt nicht mit 1, 3, 5 an, denn ich spiele vorausschauend. Ich schaue schon, wo müssen meine Finger gleich hin und die müssen sich ja so hinlegen. Deshalb sagte ich gerade, der Fingersatz zum Üben, der sollte 1, 3, 5 sein. Innerhalb eines Stücks kann das aber anders aussehen. Ich fange jetzt mit 1, 2, 4 an, denn so habe ich meinen fünften Finger gleich schon frei und kann einfach das A-Moll spielen. Ja? Man muss da einfach so ein bisschen mal ausprobieren, welche Fingersätze bieten sich an, um von einem Akkord zum nächsten Akkord möglichst unkompliziert zu kommen, möglichst wenig Finger zu bewegen und möglichst ja, wenig Töne zu verändern. Ja, das ist möglich. Du siehst, ich muss teilweise nur einen Ton verändern. Ja? Und schon ist es ein neuer Akkord. Mit der Hilfe meines Basstons natürlich, ne? Der Bassoktave. Ja? Also machen wir das noch einmal zusammen vielleicht. Spielen unser C-Dur mit 1, 2, 4. Danach gehe ich zu meinem A. Spiele das mit C, E und A. 1, 2, 5. Dann gehe ich zum F-Dur. C, F und A. Wieder nur ein Ton verändert. Gut, und beim G-Dur müssen wir wirklich mal alle Töne verändern, aber der Weg ist recht klein. Ja? Einfach hier runter, H, D und G. Ja, und dann gehen wir einfach zurück zu unserem C-Dur. C, E und G, 1, 2 und 4.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich so Umkehrungen nutze. Nicht nur, um möglichst eng zu spielen und möglichst wenig Töne und Finger zu verändern und zu bewegen. Nein, ich kann so auch bei Klavierbegleitung zum Beispiel einen Sänger unterstützen. Ja? Wenn ich zum Beispiel mein C-Dur hier spiele und der Sänger ein G singt, dann kann ich ihn so in der Grundstellung super unterstützen. Vorhin haben wir unser A-Moll in Grundstellung gespielt. Angenommen, der Sänger würde nach unserem G ein A singen, ja? Und ich würde jetzt aber mein A-Moll in der Grundstellung spielen, dann wäre mein Melodieton immer der, der am höchsten liegt, ja? Und zu hören ist dieses E. Das heißt, da hätte der Sänger nicht so viel von, ja? Deshalb wäre es schöner, wenn der Melodieton, das A, eben oben liegen würde, ja? Somit würde ich diese Umkehrung von A-Moll spielen, die wir ja gerade schon eingeübt haben, ja? Das heißt, der Sänger würde singen und würde jetzt auf A gehen. Das heißt, mit meiner ersten Umkehrung A-Moll kann ich den Sänger dann super unterstützen. Ja? Spiele ich die Grundstellung hier oben, dann ja, ist das eine Quinte entfernt vom Melodieton. Ja? Das wäre also für den Sänger, wenn er vielleicht nicht so geübt ist, ein bisschen schwer zu hören. Das heißt, wirklich nah am Sänger spielen, kleine, enge Umkehrungen spielen, damit das alles kompakt klingt. Ist es natürlich so, dass, oder wenn nach diesem C-Dur, wo der Sänger ein G singt, der Sänger ein E hier oben singt, dann kann ich natürlich durchaus meine Grundstellung spielen, ja, so wie ich sie kenne, um ihn zu unterstützen. Ja. Nur in der Regel sind auch die Popstücke so gehalten, dass die Melodiebewegungen recht dicht beieinander sind. Das heißt, man kann immer super mit Umkehrung arbeiten. Ja. Also Grundstellung zu spielen, immer diese Hüpferei, kommt also eher selten vor. Ja. Man nutzt wirklich diese engen Umkehrungen. Du siehst, es ist einfach wunderschön, wunderbar. Das muss man ein bisschen üben und dann kann man wirklich ganz kompakt diese Stücke spielen. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lass gerne ein Abo hier und wie gesagt, schreib mir doch in die Kommentare, wie es geklappt hat. Wenn du Fragen hast, gerne, ich beantworte dir die. Und ja, wenn du jetzt sagst, Mensch, das war schon ganz schön fortgeschritten, ist mir echt alles fremd, dann würde ich mich freuen, wenn du dich meldest bei mir. Vielleicht hast du Bock auf Klavierunterricht per Videokonferenz. Klick dazu einfach auf den Link unter dem Video und trag dich ins Formular ein. Ich rufe dich dann zurück für ein kostenloses Erstgespräch und biete dir auch gerne zwei kostenlose Schnuppereinheiten an. Oder du sagst, vielleicht bin ich mir noch gar nicht so sicher, dann habe ich da auch meinen Pop-Piano-Videokurs für dich im Angebot, Klavierspielen auf Knopfdruck, wo ich auch verschiedenste Dinge mit Umkehrung behandle. Ja, ich würde mich da auf jeden Fall freuen, von dir zu hören und sage, bis dahin, dein Marcel von Modern Music.